Arbeitseinsatz für die NABU-Ortsgruppe Neubrandenburg auf dem Gelände des Bogenschützenvereins am Stebenweg. Hier in der alten Kiesgrube soll ein neuer Teich entstehen. Für alle Arten von Amphibien, insbesondere aber für die seltene Wechselkröte. Sie wird auf der roten Liste als stark gefährdet geführt, ist in manchen Bundesländern sogar bereits vom Aussterben bedroht. In Neubrandenburg ist sie an einigen Stellen noch heimisch. Sie bevorzugt trockene Lebensräume mit sandigen Böden, die nur wenig Vegetation zulassen. Diese Steppen, diese Brachflächen gibt es kaum noch in Mitteleuropa, beziehungsweise gerade in Deutschland nicht. Und Truppenübungsplätze zum Beispiel sind nochmal gute Habitate für solche Tiere. Ne? Und die gibt es ja auch immer weniger mittlerweile, leider. Und in Westdeutschland sind viele Kieskuhlen oder Steinbrüche werden da auch benutzt oder beziehungsweise besiedelt von den Wechselkröten. Und ja, sowas haben wir hier nicht. Ne? Also sind vom Prinzip genau diese Flächen die einzigen Refugien noch, die übrig bleiben für die Wechselkröten. Für die Auslegung und Ausrichtung der Teichfolie braucht es viele Hände. Auch Erfahrung im Teichbau zur Sicherung der Folie kann nicht schaden. Zudem wird Wert darauf gelegt, dass die Ufer steil ansteigen, denn die Wechselkröte braucht die Möglichkeit, schnell abtauchen zu können, wenn sich ein Fressfeind nähert. Im seichten Wasser laichende Kröten sind zum Beispiel für den Waschbär eine leichte Beute. Der neu angelegte Teich hat zudem einen weiteren Vorteil. Er ist fischfrei. Gewässer mit hohem Fischbestand werden zum Schutz der Kaulquappen von der Wechselkröte gemieden. Nun fehlt noch das Wasser. Auf Regen wollen sich die Teichbauer jedoch nicht verlassen, denn die Tiere sollen noch in dieser Laichsaison vom neuen Habitat profitieren können. Es hat sich jemand angeboten mit 3000 Liter, so Tanks auf dem Hänger wohl, und das fahren wir dann hierher und kippen es dann rein. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber wir brauchen das Wasser auch nur eine kurze Zeit. Das sind so Explosivleicher. Die kommen, leichen ab, verschwinden und der Laich oder beziehungsweise die Kaulquappen werden relativ schnell groß und gehen relativ schnell an Land. Die Laichsaison der Wechselkröte dauert von April bis Mai. Ist der Teich erst einmal gefüllt, kann es ganz schnell gehen, denn die Wechselkröte gehört zu den Sprintern unter den Amphibien. Bis zu einen Kilometer legt sie in der Nacht zurück. Tagsüber ruht sie eingegraben in der Erde oder unter Totholz und Steinen. Zudem kann sie, daher der Name, ihre Hautfarbe an die Umgebung anpassen. Obwohl das Tier also schwer zu entdecken ist, kann seine Ansiedlung durch einen markanten Paarungsruf leicht nachgewiesen werden.